In diesem Video werde ich zeigen, wie ich Zellbereiche optimal für Formeln selektieren kann. Hier sind Daten, hier vorne möchte ich eine Berechnung machen und ich möchte nun die Summen hier für die jeweiligen Länder bilden, mit Summe wenn zum Beispiel. Und wäre das Ganze hier eine intelligente Tabelle, geht es sehr einfach. Ich drücke einfach STRG T, klicke auf OK. So, diese ganze Tabelle nenne ich mal Afrika. Habe ich oben links gemacht. Wenn ich hier das in eine Tabelle umwandle, steht oben Tabellentools, kann ich umbenennen. Dann kann ich meine Formel ganz einfach schreiben. Wenn ich hier nämlich schreibe gleich Summe, wenn, dann kann ich nämlich hier einfach nicht auf den Buchstaben B, sondern ein bisschen tiefer klicken. Jetzt ist es nicht grün oder gelb dann hervorgehoben. Jetzt sind nämlich nur die Daten für Spalte B markiert worden. Dann drücke ich einmal die Taste F4 hinterher, dass die Dollarzeichen drumherum kommen. Oder vielleicht steht da auch schon das Wort Land bei euch. So, und das war ja relativ einfach jetzt. Also ich könnte jetzt hier einfach bei Wert hier mit dem Pfeil unterhalb des Ds klicken. Oder ich klicke einmal in die Daten rein, einmal reingeklickt und STRG-Leertaste gedrückt. Mit STRG-Leertaste wird auch der Datenbereich hier markiert. Einmal Taste F4 hinterher. So, für die Dollarzeichen. Und bei der Aktion habe ich auch gesehen, beim Drücken des Dollarzeichens, F4 hier in dem Fall, bin ich wieder in meiner Formel gelandet. Also, nochmal kurz. Ich habe hier reingeklickt, habe gesehen, beim Markieren, das kann ja auch so, ne? Ich markiere von hier oben nach unten, so ganz händisch. So, dann bin ich ja unten, da muss ich wieder hoch in meine Formel. Und da habe ich ja keine Lust, jetzt wieder hoch zu scrollen. Einfach die Taste F4 drücken und ich bin wieder in der Formel. Ich zeige noch einen anderen Weg. So, das war jetzt hier ein Weg. Ich zeige noch einen anderen Weg. Gleich Summe, wenn. Dieses Mal mache ich den Funktionsargumente-Dialog auf und sehe, na, ich stehe ja hier oben, sehe, ich kann jetzt hier auch die Bereiche auswählen. Ich kann hier reinklicken. Kann ich STRG-Leertaste drücken? Das funktioniert hier nicht. STRG-Leertaste funktioniert hier nicht. Schade, also hier auch unterhalb des Bs einfach klicken. So, oder, ja, und dann F4 drücken. Oder folgendes machen. Moment, ich hole mir mal kurz das Land. Oder folgendes machen. Ich klicke einen tiefer, klicke die Spalte D an. STRG-Leertaste funktioniert ja nicht, habe ich ja gesehen. Ich drücke also D2 an, drücke STRG-Großschreibtaste, Pfeil runter, STRG-Großschreibtaste, Pfeil runter. Und jetzt stehe ich ja ganz unten in dem Dialog, ich will wieder oben stehen. Haben wir gesehen, F4-Taste und ich bin wieder oben, STRG-Löschen-Taste, ohne das, was passiert jetzt hier, mit der STRG und der Backspace-Taste, das ist die Taste oberhalb der Enter-Taste, bin ich wieder mit meinem Fokus hier auf dem Dialog, ohne dass sich hier auch die Koordinaten verändert haben. Das möchte ich nochmal zeigen. Ich drücke trotzdem mal F4 und schließe das Ganze mit Enter ab. Also ich habe jetzt hier diese intelligente Tabellenfunktion genutzt. Was ist denn, wenn das kein intelligenter Tabellenbereich ist, hier keine Tabellentools? Ich mache das mal rückgängig, konvertiere das in einen Bereich zurück. In einen Bereich konvertieren, ja, jetzt sind das ganz normale Werte. Was ist denn, wenn ich jetzt Summe, wenn schreibe? Summe, wenn. Und wenn ich jetzt hier Spalte B markieren will, da sehe ich, gibt es gar keinen Pfeil hier unterhalb des Bs, dass es nicht grün hier abgesetzt ist. Was ist denn, wenn ich hier reinklicke und STRG-Leertaste drücke? Dann ist es die ganze Spalte B. Also klicke ich auf die Zelle B2. STRG-Großschreibtaste, Pfeil runter. Dann stehe ich unten und entweder drücke ich jetzt F4, ne, dann stehe ich halt wieder oben mit den Dollarzeichen, stehe ich oben. Oder, ich nehme mal hier kurz H4, oder ich mache das gleiche nochmal. Auf D2 geklickt, STRG-Großschreibtaste, Pfeil runter. Ich drücke STRG-Löschen. Und bin wieder oben in meiner Formel, kann die jetzt hier sehen, weiter bearbeiten. Also wenn ich nicht F4 drücken möchte, sondern irgendwie weiter fortfahren möchte, ne, kann ich jetzt hier erstmal schauen. Also STRG löschen, STRG Leertaste, STRG Großschreibtaste, Pfeil runter.
und die Taste F4 helfen mir bei der effizienten Eingabe von Formeln von Zellbereichen. Ich freue mich natürlich über den Daumen hoch, wenn es gefallen hat, wenn ihr den Kanal abonniert. Bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.